Ja, wie jedes Jahr ist am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag und in diesem Jahr ist das ganz besonders wichtig. Wenn ihr euch erinnert, ungefähr vor einem Jahr, im April 2019, hat der Bundestag eine Orientierungsdebatte geführt, und zwar über die Frage, wie wir als Gesellschaft mit den immer größer werdenden Möglichkeiten der Pränataldiagnostik umgehen wollen. Wir haben das damals anhand der Frage diskutiert, ob die gesetzlichen Krankenversicherungen zukünftig den Pränataltest auf Trisomie 21, 13 und 18 finanzieren sollen oder nicht. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Trisomien wie auch viele andere genetische Abweichungen ja nicht medizinisch behandelbar sind, ja keine Therapien nach sich ziehen, sondern selektiven Charakter haben. In den meisten Fällen werden diese Ungeborenen abgetrieben. So, mittlerweile hat der GBA, der gemeinsame Bundesausschuss, der dafür zuständig ist, die Entscheidung getroffen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen diese Tests in besonderen Fällen finanzieren sollen. Und ich habe wahrgenommen, dass viele von euch den Eindruck gewonnen haben, dass damit die politische Debatte abgeschlossen ist, dass wir uns als Gesellschaft entschieden haben. Dem ist aber überhaupt nicht so. Der Bundestag hat eine Orientierungsdebatte geführt, die hat er aber noch nicht weitergeführt. Es gibt eine interfraktionelle Gruppe, wo alle Fraktionen außer die AfD vertreten sind, die sich weiterhin Gedanken darüber machen, wie wir als Deutscher Bundestag, als Gesetzgeber mit dieser Frage umgehen wollen. Ob wir der Meinung sind, dass solche Tests zugelassen werden sollen, dass sie von der Kasse finanziert werden sollen, ja oder nein, und unter welchen Voraussetzungen, wenn man die Frage bejaht. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Deutschen Bundestag jetzt immer wieder darauf hinweisen, dass es eine Erwartung gibt, dass wir diese ethische Orientierungsdebatte und diese Entscheidungen, die darauf folgen muss, auch weiterführen. Es gibt jetzt einen guten Anknüpfungspunkt, Druck auszuüben. Das IQWiG, das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, hat vor einigen Wochen einen Entwurf vorgelegt für eine Versicherteninformation. Das ist eine Broschüre, die zukünftig allen schwangeren Frauen vorgelegt werden soll, die vor der Entscheidung stehen, ob sie einen solchen Test machen wollen oder nicht. Und es gibt ein Stellungnahmeverfahren, das läuft bis zum 3. April, also noch einige Wochen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Meinung zu diesen Tests im Allgemeinen zu formulieren. Und der Blick in die Broschüre bestätigt mich darin, dass wir uns mit diesen Tests viel grundsätzlicher auseinandersetzen müssen. Diese Broschüre zeigt ein absolut defizitorientiertes Bild von Menschen mit Behinderung. Sie schaut nicht auf die Potenziale. Steht da zwar drin, es gibt Eltern, die irgendwie damit zurechtkommen, dass sie dann so ein Kind mit Trisomie 21 haben. Es wird aber überhaupt nicht zum Ausdruck gebracht, wie viele Eltern ein glückliches Leben mit eben diesen Kindern führen und eben, dass Menschen mit Trisomie 21 selbst ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen können. Menschen mit Trisomie 21 selbst kommen überhaupt nicht zu Wort. Und auch ihre Angehörigen, Eltern und ihre Liebsten finden keine Stimme in dieser Broschüre. Ihr findet unten den Link zum Stellungnahmeverfahren. Ihr könnt euch bis zum 3. April dazu äußern. Ich fordere euch auf, das zu tun. Und ich bitte euch nochmal darum, wendet euch an eure Abgeordneten im Wahlkreis, sprecht mit denen über das Thema, fordert sie auf, dazu beizutragen, die ethische Debatte im Bundestag weiterzuführen und entsprechende gesetzgeberische Anpassungen zu fällen. Da geht es um die Frage von Zulassung, wie gesagt, um die Voraussetzungen gegebenenfalls, unter denen solche Tests finanziert werden sollen. Es geht aber auch um die Themen Beratung, Weiterentwicklung dieser Gesellschaft zu einer inklusiven Gesellschaft. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Welt-Down-Syndrom-Tag trotz Corona und bleibt gesund.